Sprache haben wir über 700 Gäste zu Mittag in Südafrika, ihren Besuch und diese Gäste als Signal des großen deutschen Schwierigkeiten. Wir sehen, zu was der Bundeskanzler ist Südafrikas wichtigster Handelspartner bei den Dieven. Ich begrüße es, dass die deutsche Wirtschaft ihre Absicht bekundet hat, eine Afrika-Initiative auf den Weg zu bringen, um die Zusammenarbeit noch zu verstärken. Präsident Mandela und ich sind uns einig, die Unternehmer unserer beiden Länder zu mehr Investitionen im jeweiligen Partnerland zu ermutigen. Der gestern unterzeichnete Vertrag über Schutz und Förderung von Investitionen ist ein wichtiger, aber guter Anfang. Es sollten weitere Schritte folgen. Dabei denke ich vor allem an die Rahmenbedingungen für kleinere und mittlere Unternehmen, die unbedingt verbessert werden müssen, und die Chance für Kooperation muss erleichtert werden. Und das ist wichtig für die Exportnation. Thank you so much.